Moin, mal wieder willkommen auf dem Kanal. Ich habe mir gedacht, nach ein bisschen Regeln lernen, tust mal wieder was Praktisches, weil ich kann ja nicht lange die Füße stillhalten. Und da dachte ich, baue ich uns eine kleine Würfelunterlage zum Zocken. Habe ich jetzt im Internet gesehen, ich glaube beim Chef Oberboss, sehr geiler Kanal übrigens. Das war aus Styrodur. Werde ich vielleicht auch mal in Angriff nehmen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Da kann man halt schöne Verzierungen und so weiter drauf machen. Aber wir machen das jetzt erstmal in stabil aus Holz mit ein bisschen Moosgummi als Einlage. Kostet 1,50 € bei einem bekannten Klüngelkramladen, 1-Euro-Laden hier. Ist aber eine Kette, denke ich mal. Sollte auch in irgendeinem billigen Laden drankommen. Ja, dann fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. So, erste Grundierung ist drauf. Schwarz, schwärzer am schwärzesten. Wie gesagt, das wird Necron-Stil. Ja, als guter Black Metaler macht man erstmal alles schwarz. Dann wollen wir mal zum nächsten Schritt übergehen. So, bisschen gegrünt haben wir. Einmal trocken gebürstet. Denke, sieht man ganz gut. Dass die Konturen ein bisschen rauskommen und so ein bisschen die Necron-Farbe schon mal ins Spiel kommt. Ja, das war's. Wir gehen mal zum nächsten Gang, ein bisschen die Kanten hervorheben. Bis dahin. So, da sind wir wieder. Und das Ganze hier habe ich jetzt schon. Also erstmal habe ich jetzt hier. Ich weiß nicht, ob man das sieht, doch da die Kanten nochmal vorgehoben, wie das halt beim Trockenbürsten so ist. Dass das halt ein bisschen schick aussieht. Jetzt habe ich hier unten schon mal den einen Farbton ausprobiert, den ich eigentlich auch noch nehmen wollte. Der auf meinem Monolith drauf ist. Aber den finde ich hier jetzt gar nicht mal so schick, muss ich sagen. Muss ich mal gucken, ob ich da noch einen anderen nehme. Schauen wir mal. Ich probiere einfach mal was aus. Ich würde sagen, bis gleich. So, nochmal ein bisschen trockengebürstet, die Ränder gemacht. Dass das auch ein bisschen schön aussieht. Eigentlich müsste ja noch irgendwie so ein kleines Emblem an der Seite sein. Also, muss ich mal gucken, wie ich das mache. Da ich heute aber beim besten Willen keine Zeit mehr für. Ja, dann kommt noch dieses Moosgummi in der Mitte, damit das nicht ganz so laut ist beim Würfeln. Bisschen schief geschnitten hat er, wie ich gerade sehe. Ja, aber soll seinen Zweck wohl erfüllen. Und dann ist die Geschichte fertig. Ja, das war so ein kleines Basteltutorial mal wieder. Wie gesagt, man kann hier noch an der Seite, könnte man noch hier schön so ein Symbol oder so machen, aber da muss ich mal gucken, wie ich das am geschicktesten mache, ob ich vielleicht irgendwie ein altes von irgendwelchen Bits oder was nehme oder selber was bastel. Schauen wir mal. Jo. Das war's. Schnell gemacht. Klein und praktisch. Würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.